33 Bewohner leben in dem Privatpflegeheim im Bezirk Wiener Neustadt. Die Rechnung der Wien Energie der Vorsorge 13.775 Euro monatliche Stromrechnung fordere, ist für Betreiber Peter Slavik existenzbedrohend. Die Berichte über die 400-prozentige Preiserhöhung schlugen nun hohe Wellen. Doch die Wien Energie zeigte Slavik weiterhin die kalte Schulter. Am Mittwoch hatten weder die Wien Energie noch ein Beamter aus dem Wiener Rathaus es der Mühe wert gefunden, sich bei Slavik zu melden. Am Donnerstagmorgen kam dann endlich Bewegung in die Sache. Wir haben soeben einen Anruf von unserem zuständigen Betreuer der Wien Energie erhalten. Man habe ihn darüber informiert, dass der Fall jetzt intern neu besprochen und aufgearbeitet werde. Auch wenn es laut Wien Energie mit Sicherheit bis zu 2 Monaten dauern wird, ein Hoffnungsschimmer ist da, so Slavik.